Das Schuljahr ist schon fast wieder zu Ende. Wie komisch das zu sagen, oder? Heute möchte ich euch mal einige Methoden mitteilen und erklären, wie ich mal versucht habe, noch vor den Zeugnissen das Maximale rauszuholen, um nochmal das Zeugnis letztendlich zu verbessern. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Mein Name ist Lara Emily. Meine Haare sind heute ein bisschen verwuschelt und auch die Pflanze im Hintergrund ist fast tot. Das soll uns aber nicht abhalten davon, heute über die Zeugnisse nochmal zu reden, beziehungsweise über die Schritte, die man nochmal gehen kann, kurz vor den Zeugnissen, um nochmal alles rauszuholen, damit das Zeugnis dann noch ein bisschen besser wird, als es vielleicht jetzt gerade aussieht. Auf meinem Kanal teile ich jede Woche ganz, ganz viele Tipps rund um die Themen Lernen, Schule, Produktivität und Organisation. Also abonniert auf jeden Fall gerne den Kanal. Kostenlos ist alles. Also das ist schon krass, finde ich eigentlich, wie viel kostenlose Bildung es gibt auf YouTube. Um nichts zu verpassen, genau das wollte ich sagen. Jetzt machen wir direkt weiter mit dem Video. Let's go. Ich meine, das erste habt ihr schon richtig gemacht. Krass ist ja, dass die meisten von den Ferien, gerade vor den Sommerferien, keinen Bock mehr haben. Und das zeigt sich auch, finde ich, immer sehr in der Mitarbeit. Das heißt, wenn ihr jetzt schon Bock habt mitzumachen, wenn ihr jetzt schon Bock habt, nochmal durchzuziehen, hebt ihr euch auf jeden Fall hervor im Klassenraum und in den Kursen. Und das wird den Lehrern auch auf jeden Fall auffallen. Also ihr könnt schon mal generell diese intrinsische Motivation mitzubringen, Lust zu haben, dich zu verbessern, wird hier auf jeden Fall schon mal helfen. Das heißt, der Klick auf dieses Video hier war schon der erste richtige Schritt in die richtige Richtung auch. Was ganz viele Menschen machen und was auch ein guter Weg ist, ist direkt mal den Lehrer anzusprechen und zu fragen, was du noch machen kannst für deine Note. Dann oftmals so, dass man vielleicht ganz knapp zwischen zwei Noten steht. Bei mir in der Oberstufe war das teilweise so mit 14,4 oder so oder 14,6, da ist man immer so ein bisschen Kippe. Es gibt auch bestimmt Regelungen, ab wann man welche Note geben muss, aber seien wir mal ehrlich, wir haben davon keine Ahnung, die Lehrer manchmal auch nicht. Das heißt, nochmal richtig nachzufragen, was seine Note letztendlich würde auf dem Zeugnis und was man machen kann zur Verbesserung, ist da, glaube ich, sehr gut. Ich habe auch einige Male noch einen extra Vortrag gehalten an einem Fach, einfach um meine Note zu verbessern. Und das ist eine Sache, die wirkt vielleicht am Anfang sehr aufwendig. Aber das ist es nicht. Ganz ehrlich, wenn ihr letztendlich diese Note braucht, gerade in der Oberstufe für euren Abischnitt, dann nehmt euch nochmal diese ein, zwei Tage und macht einen Vortrag einfach. Dann kriegt ihr im Internet eigentlich auch immer euren Rahmenlehrplan raus. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel in der 11. Klasse seid, könnt ihr googeln Rahmenlehrplan Berlin 2023 oder so. Und dann wisst ihr ganz genau, welche Schwerpunkte es bei euch gab. Und ich glaube, ich habe gerade was im Auge. Oh mein Gott. Okay, ist es okay. Es ist okay, ich werde nicht sterben. Denn einige Lehrer machen ja auch nochmal so einen Abschlussquiz oder so und nochmal einen Test über alle Themen, die rankamen. Und wenn ihr dann schon genau wisst, was ihr noch alles gemacht habt oder was eigentlich Thema war, kann das auf jeden Fall auch sehr helfen. Deswegen habe ich es oft so gemacht, dass ich nochmal am Ende des Unterrichts oder am Ende der Schulzeit dann quasi nochmal meine Notizen durchgeguckt habe oder nochmal den Rahmenlehrplan durchgeguckt habe und dann einfach mir nochmal so eine Bestandsaufnahme gemacht habe, was eigentlich Thema war und was jetzt vielleicht in so einem Abschlusstest rankommen könnte. Dann würde ich aber in jedem Fall auch noch priorisieren. Das heißt, vor allem auf die Fächer den Fokus legen, in denen du vielleicht auf Kippe stehst oder wo du weißt, du noch viel rausholen kannst. Das heißt, wenn du in zum Beispiel Politik ganz sicher auf eine 1 stehst, egal ob du jetzt noch mal im Test eine 2 oder 3 kriegst, dann fokussiere dich darauf jetzt nicht. Wenn du aber weißt, in Geografie bist du zwischen 2 und 3 und das ist noch sehr unsicher und vielleicht schreibst du sogar noch einen Test darin, dann konzentriere dich auf jeden Fall auf dieses Fach, weil da kannst du noch am meisten für deinen Schnitt dann rausholen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, mach auf jeden Fall extra Vorträge, wenn euch das angeboten wird. Manchmal könnt ihr aber auch andere Dinge machen, wie zum Beispiel nochmal eine extra Arbeit irgendwie abgeben, also so einen Aufsatz oder dem Lehrer irgendwo noch helfen bei so einer Vorbereitung von einem Experiment oder sowas, wo man nochmal eine extra Mitarbeitsnote bekommt. So eine Möglichkeit gab es bei mir in der Schulzeit auf jeden Fall öfter mal, dass man dann nochmal extra Aufgaben machen konnte, um seine Note dann letztendlich auch im Zeugnis zu verbessern. Natürlich ist dann die mündliche Mitarbeit auch wirklich, wirklich wichtig, weil der Punkt ist auch hier, dass die Noten ja meistens am Ende nochmal vergeben werden, also die Mitarbeitsnoten. Wenn ihr dann noch mal in den letzten Stunden vor der Mitarbeitsnote dem Lehrer im Gedächtnis bleibt, weil ihr euch so gut engagiert habt, würde sich das auf jeden Fall sehr gut auf eure Note auch auswirken. Das heißt, eine aktive Teilnahme im Unterricht, gerade auch Beteiligung in Diskussionen oder so, hilft euch da enorm. Noch ein Profi-Tipp, und zwar gibt es hier oft diese Zettel, die rumgegeben werden, wo man sich selbst einschätzen soll. Das hatten wir auch ganz oft in einigen Fächern, da vielleicht waren die Lehrer auch einfach ein bisschen faul, selbst drüber nachzudenken, aber wir haben dann immer Zettel bekommen, wo wir uns selbst einschätzen mussten mit verschiedenen Kategorien, zum Beispiel, ich höre immer zu, ja, nein, vielleicht, whatever. Und ich würde euch da raten, euch immer tendenziell besser einzuschätzen. Das ist wirklich the key, also no joke, aber ich habe mir, glaube ich, auch in jeder Sache, da habe ich mir immer 15 Punkte gegeben. Es war auch eigentlich immer so mein Niveau, aber auch wenn ich dachte, okay, es sind vielleicht eher
13, 14, macht trotzdem 15, es schadet euch ja nicht. Falls ihr auch noch schriftliche Ausarbeitung abgeben müsst, macht das wirklich sehr präzise, sehr gut und mit sehr viel Aufwand, sage ich jetzt mal. Weil ich weiß auch ganz genau, das war damals in Geschichte, das war immer, also in der Oberstufe war Geschichte jetzt immer so mein schlechtestes Fach, nicht weil ich Geschichte an sich nicht kann, sondern weil die Lehrerin einfach super anspruchsvoll war. Und ich weiß auch ganz genau, wir hatten dann, also es war auch schon Ende des Schuljahres, ich glaube Ende der 11. Klasse, da mussten wir auch noch 3, 4 Sachen in Geschichte abgeben und ich habe mir wirklich bei diesen Sachen ich habe mich da so reingehängt, obwohl ich auch noch andere Abgaben hatte. Ich wusste aber, bei Geschichte kann ich am meisten rausholen, weswegen ich saß hier wirklich, das war so eine Gedichtsanalyse in Geschichte, irgendwas, was war denn das, die schlesischen Weber oder so. Und ich saß hier wirklich da und habe 4, 5 Stunden dieses Gedicht analysiert, wobei ich halt in anderen Fächern viel weniger gemacht habe, obwohl das halt auch eine Hausaufgabe war. Also das Priorisieren ist ganz essentiell und dann wirklich nochmal ganz viel Mühe reingeben, wenn es euch was bringt und wenn es euch wichtig ist. Weil ich möchte euch hiermit auch nochmal sagen, es ist auf jeden Fall möglich. Also ich möchte euch gerne Mut zusprechen und sagen, wenn ihr euch reinhängt, kann es eine gute Note werden und wird es wahrscheinlich auch. Aber bei meiner Geschichtslehrerin, das ist so eine Lehrerin, die hat doch schon immer den Ruf, sehr streng zu sein, sehr anspruchsvoll zu sein. Und das ist sie auch, habe ich auch gemerkt. Ich hatte dann im ersten Halbjahr bei ihr 11 Punkte, also nur Klasse 2. Im zweiten Halbjahr hatte ich 12, glaube ich. Oder war das so? Ich glaube, das war so ärgerlich, weil ich glaube, ich hatte dann sogar 12,4 oder so. Im dritten Halbjahr hatte ich dann 14 Punkte und im fünften Halbjahr, was? Ich kann, okay, Mathe, 0 Punkte, nee, Spaß. Und im vierten Halbjahr hatte ich wieder 14, aber ich war fast auf 15. Also no joke, ich hätte einmal statt 14, 15 haben müssen in einem Test und hätte dann die 15 gehabt. Und das war die Lehrerin, von der einmal alle sagen, 15 schafft man nicht oder eine 1 schafft man nicht, unrealistisch. Und ich habe es dann doch geschafft. Also wirklich, wenn ihr mit den Lehrern zusammenarbeitet, sie als eure Kooperatorin, Kooperationspartner seht und sie fragt, was man machen kann zur Verbesserung und euch da reinhängt, dann ist es wirklich möglich, sich auch nochmal zu verbessern. Also diesen Zuspruch, diesen Mut möchte ich auf jeden Fall euch jetzt nochmal mitgeben, weil es ist so. Was auch immer ganz gut ist, ist sich noch außerschulisch mit den Themen zu beschäftigen und auch dein Engagement dann zu zeigen. Also bei mir war es ganz oft zum Englischunterricht, habe ich nicht mal so mit Absicht so gemacht, aber ich lese ja ganz, ganz viele englische Klassiker sehr gerne und ich hatte öfter mal im Unterricht einfach gesagt, so ja, das zeigt ja Vergleiche oder das ist ja ähnlich wie in dem Buch von bla 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 und wenn man sowas einbringt und der Lehrer merkt, okay, sie engagiert sich auch noch außerschulisch zu diesen Themen und kennt sich aus, gibt es auch nochmal ein paar mehr Punkte in der Mitarbeit oder auf jeden Fall fällt man dann dem Lehrer positiv auf. Das ist kein Tipp, den ich jetzt jedem mitgeben würde, weil das nicht das Effektivste und nicht das Beste, was man machen kann, weil ich will auch nicht so in meiner Freizeit mir irgendwelche Bücher über Physik durchlesen oder so, das würde ich nicht machen, weil es mich nicht interessiert, aber falls ihr Interesse an diesem Themengebiet sowieso habt, dann ist es eine gute Sache. So Leute, das waren jetzt einige Tipps von mir, die ich immer gemacht habe, um meine Note ein bisschen zu verbessern vor dem Zeugnis. Ich hoffe, dass euch was geholfen hat und Leute, ich sage euch ganz ehrlich, wenn eure Note nicht verbessert wird, ist das auch okay. Macht euch nicht zu viele Gedanken. Eure Note definiert euch nicht. Die Noten zeigen nicht euren Wert. Und ihr seid auch viel mehr als nur diese Zahl auf einem Papier. Ich weiß, es ist immer ganz einfach zu sagen, aber ich glaube, je öfter man das hört, desto besser fühlt man sich dann vielleicht. Deswegen möchte ich das wirklich ganz, ganz oft sagen, um das irgendwann auch selbst ganz verinnerlicht zu haben. Ja, auf jeden Fall gibt es diesen Sommer auch hier wieder Smart Girl Summer. Also abonniert auf jeden Fall, um nicht die Videos zu verpassen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis bald. Tschüss! Aber Leute, ganz kurz behind the scenes, man merkt doch irgendwie schon, dass Gelb meine Lieblingsfarbe ist, oder? Ich finde, Gelb ist auch so eine Frühlingsfarbe, ich liebe es. Und ich trage im Sommer gefühlt nur Gelb, also no joke. Ich habe immer eine gelbe Jacke, ich habe gelbe Tops, gelbes Kleid, gelbes Handy von. Das ist übrigens hier das iPhone 14 von Apple, hat mir Apple zugeschickt. Ich bin so dankbar, ich liebe nämlich diese Farbe total. Ist auf jeden Fall ein sehr großer Vorteil, ein Handy zu haben mit einer Farbe, die zu einem so gut passt, oder? Also Dankeschön an Apple an der Stelle.